Meine Damen und Herren, hier sehen Sie den Grund, warum so wenig Videos in letzter Zeit kommen. Ein Hund. Ein Hund hat mein wunderschönes Zuhause erobert. Ein sehr gefährlicher Hund. Ein Kartellhund. Sein Name ist Kalito. Sein Vater war Drogenspürhund an der Grenze. Und ja, man muss sagen, er ist ein ziemlich wildes Tier. Und so ein grausames wildes Tier braucht natürlich ganz viel Liebe, Fürsorge und Beschäftigung. Und deswegen, ja deswegen kommt Papa gar nicht dazu, Videos zu machen. Ja, schaut euch mal diese Killerzähne an. Oh, er will mich essen. Er will mich essen. Willst du mich essen? Willst du mich essen? Ja, willst du mich essen? Ja, ich bin den ganzen Tag mit Hundespaß beschäftigt, denn er hält mich wirklich extrem auf Trab. Man kann ihn nicht alleine lassen, denn sobald ich ihn einsperre, fängt er an zu jaulen. Dann jault er die ganze Zeit rum und möchte natürlich meine Aufmerksamkeit zurückgewinnen, was man natürlich auch nicht darf, denn er muss sich dran gewöhnen, dass er ab und zu mal alleine ist. Deswegen bin ich gerade dabei, ihn daran so ein bisschen zu gewöhnen, indem ich halt ab und zu die Tür hinter mir zumache, für 10 Minuten weg bin. Und sobald er ruhig wird, komme ich wieder rein und sage, ja, das hast du fein gemacht. Hast du ganz, ganz gut gemacht. Ganz, ganz gut gemacht hast du das. Und dass er halt sieht, wenn ich mal aus dem Raum bin oder aus der Wohnung bin, dass er durch nicht die Welt untergeht, sondern dass ich immer wieder zurückkomme und mit ihm spiele und ihn streichel und ihm Fressi gebe. Also man sieht schon so ein 10 Wochen alter Welpe, der ist eigentlich wie ein Menschenbaby. Ja, dauernd am Jammern, will dauernd beschäftigt werden, bekommt Zähnchen, was man ja auch eben gesehen hat. Oh, Moment, jetzt kann man sie nicht sehen. Zeig mir deine Zähne, Partner. Oh, da sind sie. Ganz, ganz gefährliche Milchzähne, Hundemilchzähne. Die werden ihm dann auch in ungefähr so 6 Wochen, werden sie ihm dann schon wieder ausfallen, dann kommen die richtigen Zähnchen. Und dann habe ich auch noch mal eine ganz, ganz schwierige Phase mit ihm hier. Aber ja, er macht auch sehr viel Freude. Er macht auch sehr, sehr viel Freude. Nicht wahr, Kalito? Mein kleiner Kartellhund. Amorcito. Er ist schon sehr, sehr lieb. Diesen Pinguin mag er irgendwie ganz gerne. Und das ist die Decke, die hat er vom Züchter bekommen. Mit Mami-Geruch, obwohl der Mami-Geruch ist wahrscheinlich schon runtergewirtschaftet. Riecht wahrscheinlich gar nicht mehr so sehr nach Mami. Und dieses kleine Spielzeug hier, das hat er auch vom Züchter bekommen. Und das liebt er. Ja, ich habe schon gedacht, na, vielleicht nehme ich es ihm mal weg und gebe ihm was anderes, weil hier kommt schon so ein bisschen das Futter raus. Aber er liebt es so sehr. Er liebt dieses kleine Spielzeug so sehr. Aber gut, jetzt kennt ihr den Grund, warum in letzter Zeit so wenig kommt. Weil ich einfach extrem beschäftigt bin mit diesem kleinen Mann hier. Und meine ganze Energie in seine Erziehung reinsteckt. Wir gehen auch jeden Sonntag zur Welpenschule. Ja, Welpenschule klingt jetzt irgendwie so elitär, ist eigentlich nur so eine Kuschelgruppe so ein bisschen, wo andere Welpen sind, damit er auch Kontakt zu anderen Hunden hat und da auch natürlich dann soziale Grenzen kennenlernt. Was das angeht, ist er sehr, sehr lieb. Ja, er ist sehr, sehr lieb, was andere Hunde angeht. Andere Hunde interessieren ihn eigentlich fast gar nicht. Ich war jetzt einmal mit ihm schon bei der Welpenschule. Und da waren ungefähr so 15 Hunde und die haben alle miteinander gespielt und sind durchgedreht, aber er hier, ihm war das komplett egal. Das Gute ist, er hört auf mich. Er hört richtig, richtig gut auf mich, wenn ich sage, komm her und so oder hol Schlöckchen. Das macht er alles schon. Er macht nicht mehr in die Wohnung, zumindest macht er nur noch ganz, ganz selten Pipi in die Wohnung. Aber Kacki macht er keins mehr, bin ich auch ganz stolz. Ganz stolz bin ich darauf, dass du kein Kacki in die Wohnung machst. Nur das Aufnehmen, das ist halt ein bisschen schwierig, weil das ist ja absolut nicht gewohnt. Wenn ich zum Beispiel in Dead by Daylight plötzlich schreie, weil hinter mir der Killer ist, dann denkt er, sein Meister wird angegriffen und stürmt in mein Zimmer rein. Und wenn ich ihn halt einschließe für eine halbe Stunde, es geht, ja. Also wenn ich nicht zu Hause arbeiten würde, dann wäre das gar kein Thema. Aber da ich ja zu Hause arbeite, habe ich halt irgendwann nach ein paar Minuten immer so ein Winseln, Jammern und Bellen in der Aufnahme drin. Und das stört schon so ein bisschen. Oh, ich hab dich so lieb. Gell, du bist ein ganz, ganz hübscher Hund. Ein ganz, ganz hübscher Hund bist du. Alle Frauen lieben ihn. Er ist ein richtiger Frauenmagnet. Geht einmal mit ihm hier durch die Stadt und jede Frau sagt, oh, ich will ihn streicheln. Und ich will deine Telefonnummer. Na, was meinst du? Willst du den Hund näher kennenlernen und mich?
Ja, willst du? Er ist ein echter Frauenmagnet. Gut. Ja. Ich könnte mich auch wirklich stundenlang mit ihm beschäftigen. Es macht ja Spaß. Es wird ja nie langweilig, so ein Hund. Und er guckt so niedlich. Und er schlägt sich seinen kleinen Zipfel da unten. Und das live auf YouTube. Sag mal, Kalito, schämst du dich gar nicht? Schmeckt's? Schmeckt's? Naja. Noch ein bisschen kraulen für die Ladies? Kalito, uns schauen auch Damen zu. Das kannst du nicht machen. Das muss ich zensieren, du weißt das, ne? Auf YouTube ist sowas verboten. Keine Brüste und kein Zipfel. Wenn ich wegen dir ein FSK 18 bekomme, dann gibt's Ärger, junger Mann, ja? Dann gibt's richtig Ärger. Dann gibt's nur die billigen Leckerlis und nicht die guten. Oh, du bist so unschuldig. Man kann ihm auch nicht böse sein. Schaut ihn euch an. Er frisst total gerne meine Schuhe. Aber man kann ihm echt nicht böse sein. Einmal hier so ein niedlicher Blick von meinem Kumpel und man denkt sich, ja, er hat es ja nicht so gemeint. Er hat es ja nicht so gemeint. Er weiß es ja nicht besser. Rau, rau, rau. Okay, ich gehe jetzt noch ein bisschen mit ihm hier spielen und ich denke, demnächst wird sich alles ein bisschen beruhigen, wenn sich der kleine Mann hier eingelebt hat. Bin halt gerade dabei, ihn zu erziehen. Aber er weiß, wer sein Meister ist, nicht wahr? Kalito. Kalito! Wer ist dein Meister? Ich, Kalito. Ich bin dein Meister. Schau mich gefälligst an. Wir haben das alles geprobt davor. Wir haben das alles geprobt. Erinnere dich an die Probe. Lieb gucken und Telefonnummern für mich rausschlagen, ja? Du kennst den Telefonnummerblick? Zeig mir den Telefonnummernblick. Sei liebenswert und kein kleines Monster. Auf Wiedersehen und tschüss. Und immer ganz viel liken, damit der Hund nicht verhungert. Gell? Du ernährst dich von Likes. Ja, du ernährst dich von Likes. Okay, aber jetzt. Tschüss.